Jetzt. Ja. Scheiß drauf. Vorsicht! Bitte! Oh Mann! Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Alone in the big bombarded in my man. Oh Lord, if you hear me. Alter. Oh Gott. Alter. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Komm raus. Schnell. Komm her, du Mist. Lass mich los, du blöder Sack. Oh Gott. Autsch. Ich zeig's dir. Alter. Geh weg von mir. So, ein Wichser. Was ist bloß los mit dem? Atme durch. Los geht's wieder. Okay. Achtung! Weg! Wow! Bleib unten! Er ist da drüben! Okay. Ich hab's gleich! Genau. Wow. Ich bin erschrocken. Wow. Oh, Wichser. Verreck doch mal. Oh mein Gott! Ja, oh, I'm sorry. Auf den Bus! Ja. Oh. Keine Ruhe vor dem Typen mehr. Lass mal ein Brett mitnehmen. Den hab ich erwischt. Sehr gut. Ich seh ihn! Oh. Da bin ich tot. Dieser Scheiß. Typ, verdammt. Er ist da drüben. Oh, verdammt. Bam! Sand, dieses Ding ist schon echt krass. Alter, voll genatzt. Umzingelt ihn! Digga, denkst du auch, ich sehe dich nicht, ha? Alter. Was ist denn der? Hä? Okay, erstmal das Medikit benutzen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so in Not mit den Dingern kommen würde.
So. Mal gucken, ob ich mich an die am besten anschleiche. Das Problem ist, ich habe gleich keine Munde mehr und dann ist eh vorbei. Wo steckst du? Wo zur Hölle steckst du, du Stück Scheiße? Alter, ich hab dem gerade den halben Kopf weggesäbelt. Okay, ich glaube, das war der letzte. Alles okay? Alter. Ja, ich glaub schon. Gut, sehen wir zu, dass wir wegkommen. Ah, echt mal. Du weißt, wie es läuft. Zieh dich um und such nach was Nützlichem. Genau. Zu Befehl. Jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwie Munition finde. Ich ja sonst gar nicht. Ja, echt nix mehr Munition. Oh, live. Wichtig. Genau, das mache ich mir jetzt erstmal. Moment. Doch. Alter. Alles verballert, was man verballern kann, ey. Muss dann dieses Jagdgewehr, das hat ordentlich Zunder. So. Nee. Leider nicht. Guck mal, was die Schublade noch so hat. Munition für den Revolver. Stimmt, den hätte ich noch gehabt zur Not. Und den sollte ich vielleicht auch mal voll machen. Perfekt. Bisschen Munition mehr. Ist ja grausam. Ich brauch Zeug. Stein. Ein Lappen. Was, wo willst du denn durch? Warte mal, Ellie, ich bin noch lange nicht fertig. Ich will hier erstmal noch mal gucken. Oh, fürs Jagdgewehr ein bisschen Munition. Ja doch, ich weiß, wo ich hin muss. Danke, Spiel. Uff. Adrenalin pur. So, zack. Ha, Teile. Leer. Teile. Alkohol. Ach so. Tür war hier. Hab ich gesehen. Schub. Na, wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Nee, das wäre eine ganz, ganz doofe Idee. Sind da eigentlich welche? Nö. Okay. Next step. Helfe ich dir mal? So, halten. Drücken. Geh da durch. Mit irgendwas aufzuheben. Ja. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Erstmal, beeil dich. Okay, los! Okay, es geht schon. Es geht schon. Oh, ich sehe Werkzeugstufe 2. Da.
Zack. Oh. Rauchbomben. Oxidierter Zucker erzeugt eine Rauchwand, die dich vor Gegner verbirgt. Er entzündet sich mit einer erschütternden Explosion, die jeden Gegner im Explosionsradius betäubt. Gegner können im Rauch nicht sehen und greifen ein Ziel, das sie nicht erkennen können, nicht an. Nutze das, wenn du unterlegen bist oder stürme eine Gruppe Feinde hinein, während sie betäubt sind. Also ein bisschen Mix aus Blendgranate und Rauchgranate. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Ja. Mann, es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. 5.8. Schuhe 4-mal. Jacke keine. Sonstige Kleidung 6-mal. Reifen 4-mal. Diverse Medizin 2-mal. Kochgeschirr. Ach, eine Jacke soll das heißen. 6.8. Oh, ach, verdammt. 6.8. Schuhe 2-mal. Diverse Kleidung 3-mal. Rucksack, Konserven 3-mal. Getrocknetes Essen 4-mal. 7.8. Schuhe 4-mal, Jacken 2-mal, diverse Kleidung 1-mal, getrocknetes Essen 2-mal. 8.8. Nichts. Alle waren zu beschäftigt, dieses verrückte Huhn zu fangen. Ein Huhn? Ein lebendes? Ein echtes? Oh, was sehe ich denn hier? So. Dann wollen wir noch mal. Hallo. Hallo. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Oh. Und bringst du viele Unschuldige um? Alter. Das heißt dann wohl ja. Versteh es, wie du willst. Das sieht hier sehr nach deren Penner-Region aus. Ha! Munition! Hier schlafen diese Typen wohl. Oder schliefen. Oder schliefen, ja. Alkohol. Pillen. Lappen. Handbuch. Medikit verbessert. Medikit sind jetzt 33% stärker. Feldmedizin und Notfallversorgung. Medizinisches Handbuch Band 1. Verbesserte Effektivität. Erste Hilfemaßnahmen auf dem Feld. Schienung. Schienen werden zur Stabilisierung verletzter Körperpartien benutzt. Stabile Gegenstände eignen sich gut als Stütze. Sind diese nicht verfügbar, reicht auch gerollter Stoff. Schienen sollten über die Verletzung hinaus verlängert werden, um den verletzten Körperteil bewegungsunfähig zu machen. Wenn möglich, sollten Gelenke ober- und unterhalb der Verletzung ebenfalls eingeschienen werden. Die Schiene muss sicher ober- und unterhalb der Verletzung befestigt werden. Knoten direkt über der Verletzung sind zu vermeiden. Durch Abtasten des Bereichs abseits der Verletzung kann eine angemessene Durchblutung der übrigen Extremitäten gesichert werden. Okay. Oh yeah. Seht ihr, was ich sehe? Erstens sehe ich Pfeile. Und zweitens sehe ich eine Werkbank. Okay, was haben wir? Genau, was haben wir denn da? Der muss jetzt erstmal sein. Oh, schwupp. Da war's das auch schon wieder mit den Teilen. Ich dachte, ich hätte mehr. Aber scheinbar nicht. Das ist nicht schlecht. Gut. Oh. Hinterhaltkarte. Lesen. Bus Ram, Distractions Funnel, Cars Here, Ambush Here,
Okay. Pittsburgh. Wir sind in Pittsburgh. Okay. Wo müssen wir denn? Ach, da draußen. Ja. Jetzt sind wir hier draußen. Oh. Ich glaube nicht, dass sie infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Und das heißt für uns heute wieder... Alter. Wieder eine Pause. Alter, du verdammte Glocke, hör mal auf damit. So, das ist das Lied. Deswegen wird mir wahrscheinlich die GEMA wieder das Video sperren. Juhu! Ja, wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise in der nächsten Aufnahme. Mal gucken. Automatisches Speichern. Bitte warten. Ich hoffe, das klappt auch so, wie ich das wollte. Vor weniger als einer Minute. Sehr schön. Ich wünsche euch ja, noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer, wann auch immer ihr jetzt gerade diese Folge guckt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!